Und wenn ich mit meinem Zeltaufbau fertig bin, würde ich gerne jagen gehen. Hasen, die du nicht ausnimmst. Aus dem Fell schütteln. In die Fresse. Nun gut, du möchtest jagen gehen. Das ist tatsächlich, warte mal, hast du... Ja doch, du kannst Perception machen. Spuren zu finden. Also das ja, kann ich. Perception, um Spuren zu finden. Ich setze mich neben meinem Zelt an irgendeinen Baum und schleife erstmal ein bisschen mein Schwert. Ja, du findest keine Hasenspuren. Du findest aber andere Tierspuren. Welche? Schon ein bisschen älter, aber Schweine. Nicht frisch. Ich habe Coffee gespielt. Leg dich niemals mit Schweinen an. Ich habe zu viel Coffee gespielt. Ich habe Handle Animal. Ich hätte Wildschwein als Partner. Das wäre ziemlich geil. Möchtest du ein Reitschwein haben oder was? Ja! Rainer und Borsti, alles klar. Wir haben es. Ich möchte die Spuren verfolgen. Okay, wie lange? Bis ich das Schwein finde. Ich sag nochmal, die sind nicht frisch, ne? Ich würde die schon etwas verfolgen. So eine gute. Erstmal eine gute halbe Stunde, so. Dann findest du keine, aber die Spur geht weiter. Sie wird langsam frischer. Gut, dann würde ich weitergehen. Wie lange? Nochmal so eine Viertelstunde. Okay. Du hast sie noch nicht gefunden, aber bist dir sicher, sie sind in der Nähe. Die anderen, ja, also Rainer ist mittlerweile seit einer Dreiviertelstunde weg. Ah, oh, Jagen dauert ein bisschen. Nicht mein Wurm. Ich tue immer noch ganz gemütlich mich um meine Schwerter kümmern. Ich bin wieder im Gebet für... Ich kümmere mich auch mal um mein Karma. Ich habe es noch nicht verwendet, aber zumindest gehört eine gewisse Pflege auch selbst zu einer Sichel. So, also, wie gesagt, Rainer, in der Nähe wären sie theoretisch. Dann gehe ich weiter. Mhm. Du hörst ein Rascheln, so 4-5 Meter in einem Busch von dir. Bin ich mir sicher, dass es... gut, ich bin mir relativ sicher, dass es das Schwein ist. Es ist sehr wahrscheinlich. Gut. Kann ich... bin ich mir sicher, dass es ein Schwein ist oder sind es mehrere? Das Rascheln ist wahrscheinlich nur eins. Rascheln ist nur eins. Aber von der Spur her bist du dir sicher, dass das mehrere sind. Eine Rotte halt. 5-6 Tiere. Ich würde mich dem wirklich vorsichtig annähern. Mhm. Ja, du gehst 2 Schritte näher und da springt ein relativ großer Keiler aus dem Busch. Kein Hühner, sondern nicht größer als normaler Keiler, aber ein Keiler. Wir brauchen einen neuen Rainer. So, und jetzt Sekunde. Ich würde gerne gucken, ob ich das Tier beruhigen kann, weil ich gehe davon aus, dass es hier ein bisschen aufgebracht ist, dass ich so nah bin. Ein bisschen. Warte mal. Kurz um die Runden zu resetten. So, NPCs. NPCs, upsi. Ach lol, du hast ein Pferd? Er hat sich eins mitgenommen. Ja, wir haben 4 Pferde von den Leuten erobert. Wir haben 4 Pferde mitgenommen? Ja. Hä, warum sind wir denn nicht geritten? Weil wir 6 sind und nicht genug Leute sind, die gut reiten können. Ja, da ist jetzt... geh mal bitte auf die... Pferde. Den Gruppenbogen und dann wieder auf Ordnung. Hippie! Auf Gruppenbogen? Ja, der Bogen oben rechts mit den 3 Personen und dem I. Achso. Und Ordnung, ja. So, zack. Hier so ist der Busch, wo er rausgesprungen ist. Du bist jetzt gerade hier so und hier sind halt überall Bäume. Ich bin gleich wieder da. Und ich muss den gleich mal noch im Stream sehen, die Leute das nicht. Oh doch, ich hab's offen. Halt sind überall Bäume um dich rum, ne? Und Büsche. Ach wait, du streamst? Ich dachte, du nimmst nur auf. Ich nehm auf, ja.
Ach so. Aber ich muss ja trotzdem das Fenster im öffnen. Obvious. Ich nehme nicht die GM-View auf. So. Gut, dann darfst du aber gegen das Schwein einmal Initiative würfeln. Weil das ist ja jetzt, du hast zwar erstmal eine Aktion, aber danach wäre es theoretisch dran. Get swined. Dann. So. Du darfst. Gut, dann würde ich über Handle Animal versuchen, das Tier ein bisschen zu beruhigen. Mhm. That's pretty good. Da geht gerade die Pumpe. Bei einem Turn-Based-Spiel einfach aufgeregt sein, ist unglaublich, oder? Ja, also, das Schwein hat einen Willenswurf dagegen gemacht. Es schnaubt dich bedrohlich an. Okay. Ja, es ist nicht beruhigt. Also, es hat dich noch nicht in Stücke gerissen? Ja, das ist schon mal gut. Ich würde an meiner Stelle stehen bleiben und das trotzdem versuchen, weiter zu beruhigen. Wie wollen wir das Ding denn überhaupt füttern? Ich frage dich, möchtest du das wirklich tun? Ja. Frage das nur einmal. Ja. Okay. Das Wildschwein tut mit den Hufen scharren. Habt ihr schon seit zwei Runden dasselbe oder? Nee. Okay. Ich entferne mich ein wenig von ihm, um ihm zu zeigen, dass ich keine Bedrohung bin. Wie gehst du? Also ich wende nicht drücken zu mir, nicht zu ihm, sondern gehe langsam zurück und behalte ihn trotzdem im Auge. Okay. Und ich würde trotzdem gerne weiter beruhigen. Schnaubt bedrohlich aus und bewegt sich in deine Richtung langsam. Gut, ich würde Wir tatsächlich mal kurz in eine runden Reihenfolge. Du darfst dich auch auf dem Board bewegen. Okay, gut. Also ich würde es erstmal weitermachen. Ich will ihn beruhigen immer noch. Mhm. Dann bist du wieder dran. Hey, das ist ein guter Wurf. Deiner ist besser. Er bewegt sich etwas schneller auf dich zu. Ich glaube, wir sind gleich einer weniger. Oh. Das ist ein Tire-Bohrer. Wir haben garantiert einen weniger. Ich würde gucken, dass ich mich hinter einem Baum stelle. Okay. Der natürliche Erzfeind eines jeden Ebers. Kurven. Das Schwein stürmt jetzt auf den Baum zu, wo du bist. Und rutscht am Baum aus und knallt gegen den Baum. Geguckt. 20? Okay. Ist das Tier verletzt? Also was ich so auf den ersten Blick sehen kann. Nee, es wirkt nur ein bisschen benommen. Es steht auch langsam wieder auf. Dann würde ich hinter den nächsten Baum gehen. Warte, mach mir mal bitte eine Wahrnehmung. Also Perception. Ja, ich such's gerade. Ich habe mich jetzt nicht in die falsche Richtung bewegt. Was ist denn? Fähigkeiten.
Du bist der Meinung, du hörst dieses Geräusch. Gut, aber das Schwein steht sich auf und orientiert sich jetzt erstmal. Nochmal, was für ein Geräusch? Ja, wie so ein... Oder, warte, guck auf meine Kamera, ja? Das Schwein facepalmt dich einfach. Das Schwein versucht Orientierung zu kriegen wieder. Kann ich sehen oder kurzfristig herausfinden, was es war? Das kam zumindest aus den Bäumen irgendwoher. Dann würde ich gerne einmal kurz in die Bäume reingucken, ob ich was sehen kann. Mhm. Du siehst nichts. So hoch, also ich kann dir das jetzt schon sagen, so hoch kannst du keine Perception werfen, dass du siehst. Okay. Während ich mich in den Baum verstecke, würde ich anfangen, beim Seil eine Schlinge zu machen. Du möchtest also hochklettern? Nein. Achso. Also du kriegst mit, wenn du das Seil in der Schlinge machst, dass das Schwein dich sucht, aber immer noch hier so ein bisschen am Boden rumglitscht. Der kommt nicht so ganz vom Fleck, wie als wäre der Boden auf einmal komplett nass. Oder halt mit irgendwas Schmierigem übersehen, so. Ich möchte mir das genauer angucken, was da ist. Du möchtest zu dem Schwein hingehen? Nein, ich möchte mir die Situation, was das da jetzt so rumtaumelt, und wäre das da irgendwie glitschig. Ja, der Boden sieht halt auch jetzt glitschig aus. Also das ist da, wo du gerade noch standest. Du bist ja auch ziemlich sicher, der war nicht glitschig. Okay, also irgendwas ist runtergefallen. Okay, ich würde auf das Tier nochmal versuchen zuzugehen und es nochmal versuchen zu beruhigen. Da bin ich hartnäckig. Der ist mittlerweile, also ich kann es dir sagen, du siehst, dass der ist mittlerweile stinksauer, dadurch, dass er vor dem Baum geknallt ist und ausgerutscht ist. Dass du hartnäckig bist, erkennt man vor allen Dingen an deinen Armbrustbolzen. Der hat keinen Bock mehr auf dich. Das siehst du ihm an. Der kommt von dem Fleck nicht weg, weil der immer wieder ausrutscht. Und das macht ihn noch viel mehr sauer. Dann würde ich jetzt meine Armbrust nehmen und auf ihn schießen. Das ist ist nicht Nahkampfreichweite. Nee, ist er nicht. Das wollte ich mir sichergestellt haben. Wenn du über ihn drüber hoverst, siehst du seine Nahkampfreichweite. Du musst ihn auch targeten. So. Nee, geht nicht. Machst du über den Bogen, genau. Du hast dich selber getargetet. So, jetzt ist es richtig. Dann soll ich nochmal würfeln? Ja. Okay, wow. Du schießt an ihm vorbei, er fliegt zwischen den durch der Bolzen. Ja. Okay, dann würde ich mich wieder hinter dem Baum verstecken. Na, das Schwein kommt nicht hoch. Okay, ich würde es nochmal probieren einfach. Triffst? Mhm. Okay. Er kommt da weg und ja. Bewegt sich jetzt zu dir.
Ich habe ja meine Schlinge vorbereitet. Mhm. Ich würde gerne. Sekunde, er ist dran, er greift dich an. Okay. Oh, er hat dich nicht getargetet. Glück gehabt, ey. Wir gegen Baum. Geben wir dir mal zu deinen Gunsten, dass der gerade gegen den Baum ging. Er wäre aber auch nicht durch deine RK gekommen. Alles gut, mit der Attacke. Sehr gut. Dann. Du dran. Dann würde ich jetzt versuchen, mit dem vorbereiteten Seil ihm mit der Schlinge, die ich gemacht habe, ihn zu bewerfen. Dieses klassische Rodeo, das kennst du ja. Mhm. Was soll ich würfeln? Attacke erschwert um 5, um ihn zu treffen. Kimme, großen Attacke. Fernkampf minus 5 meinst du, ne? Oder ist es Nahkampf? Fernkampf, okay. Eher nicht so. Naja, nicht so ganz. Dann würde ich gleich gucken, dass ich nochmal so ein bisschen um den Baum rumkomme. Überlegt sich jetzt, wie er mich nicht direkt tötet. Nein. Machen wir mal einen Reflexwurf. Du schaffst es noch schnell genug, deine Augen zuzumachen, als da ein gleißendes Licht vor dem Wildschwein ist. Gleißendes Licht. Wie ein Lichtblitz. Ich weiß mittlerweile, glaube ich, auch, was es ist, aber. Okay. Das heißt, dass das Wildschwein ist jetzt erstmal blind und macht nichts weiter. Ja, das Ding ist erstmal blind und macht nichts weiter, hat Erschwernisse, dich anzutreffen. Aber glaub mir, der ist gerade nicht freundlich. Das ist mir schon klar. Dann würde ich trotzdem nochmal mit der Schlinge probieren. Steht da. Nein, hast du nicht geschafft. Okay. Okay, er macht nichts, oder was? Nee, doch, jetzt ist er erstmal dran. So, er versucht dich jetzt anzugreifen. Du spürst die Hörner auf dich zukommen. Ja? Also, wirklich auf dich zukommen. Du hast das Gefühl, sie sind schon fast in dir und du wirst 20 Meter zurückgeschleudert. Oh. Gut, das heißt, ich wäre dann ja aber. Du kriegst auch 6 Schaden dadurch. I'm fucking dying. Ich hab noch einen. Nee, halt, stopp, du hast das falsch eingetragen. In Wunden. BND. Also, du bist jetzt auch nicht mehr auf dieser Karte. Irgendwo da hinten. Hab dich mal so weit
man dich noch sehen kann, weggesetzt. Also gefühlt, das ist jetzt die Distanz zwischen euch. Ja, ja. Ja, macht das Vieh noch? Das Vieh ist immer noch geistig K.O. Der sieht nichts, der haut da gerade wild rum und du merkst, dass da ein Baum gerade umfällt. Du hörst das Knacken und ein lautes Brechen und ein Umfallen von einem Baum. Oh, okay. Übrigens, ich sage nur, das ist intended, was hier passiert, ja? Das steht so im Abenteuer. Ich hätte dich getötet. Wenigstens so ehrlich. Ja, was sieht, möchtest du jetzt? Ich bin dann überlegen, er sieht ja aktuell nichts. Ja, er sieht gerade nichts. Ich bin gerade im Überlegen, was ich mache. Darf ich dir einen Tipp aus der SL-Richtung geben? Nein. Okay. Kommt gar nicht in die Tüte. Ich würde mit dem Crossbow auf ihn schießen und dann laufen. Okay, do it! Ja, schießt daneben. Und dann ab in eine andere Richtung. Was jetzt als schwer verwundeter nicht ganz so einfach ist. Ja, etwa so nach einer weiteren Stunde, anderthalb, kommt Rainer ja ein bisschen marodiert bei euch an. Ohne Essen. Ich heb einfach die Brauen an und guck ihn stumm an. Ich gehe Richtung Zelt, ohne euch groß anzugucken. Man gewöhnt sich dran. Hat sich wohl ein kleines bisschen übernommen. Also du hast halt überall Schürfwunden, ne? Und Kratzer und Verletzungen. Warte mal kurz. Jo. Ich bin auch dafür, dass wir cutten.